Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 4 All Sins. So, wir haben ja wieder ein Zimmer abgeschlossen und jetzt schauen wir mal, was sich hier drin verbirgt. Bitte was? Ja. Ich weiß auch schon, für was ich den brauche. Der kommt nämlich hier rein. So. Genau, wir nehmen das nochmal. Wir müssen uns erstmal angucken, wie wir das da brauchen. Und das sehen wir aber hier. Okay, da Dreieck, Viereck plus, Viereck plus, ich denke mal Kreis und Stern, ne, umgedreht. So. Dann einmal hier rein. Die Kugel dahin, die Kugel dahin, die Kugel dahin, die dahin und die ist richtig. Was haben wir denn hier? Wieder ein Schieberätselspiel. Oder? Hallo? Dieser Sockel hat eine markante Form. Ja, das sehe ich auch. Dieser Sockel hat eine markante Form. Ja, wie oft willst du mir das noch sagen? Ah, hier, schau mal an. So. Hier, das Messer kommt nämlich hier oben rein. Und da kommt die Perle rein. Eine runde Metallform. Da oben, genau. Also, so. So. Jetzt muss da oben noch was rein und da. Jetzt stellt sich mir aber nur die Frage. Was ist hier unten mit? Ich kann die Dinger nicht verschieben, obwohl ich das gerne hätte. Kann ich das hier wieder... Oh.
Okay. Kann es sein, dass das vielleicht passt? Ja, gut. Ach Gott, hier sind ja alles Papierwände. Hallo? Ach, jetzt muss ich die Dinger auch noch drehen, oder wie? Ja, geht der jetzt nicht anders so? Hä? Ich verstehe das gerade nicht. So? Nee. Auf jeden Fall erst einmal, dass wir dahinter ins Zimmer kommen. Das ist schon mal wichtig. So. Und hierhin. Yay, Gong! Ah, okay. Das ist erledigt. So, dann machen wir das einmal so und gehen wieder rein. Und jetzt sind wir beim zweiten Gong. So, das zweite ist jetzt erledigt. Jetzt müssen wir noch da hoch. So. Es ist sehr komplex, aber das macht mir Spaß. Das dritte haben wir auch erledigt. Da haben wir das nächste Oktopusauge. Und das Ding muss man wieder mitnehmen. Öffnet sich da jetzt noch irgendwas? Anscheinend nicht. Dann wollen wir doch mal gucken. Wir können das nämlich auch hier reinsetzen, ne? Ah, okay. Ja, wie oft noch? Also wieder dahin. Der kriegt erst einmal sein Auge.
Okay, da ist wieder etwas, was wir benötigen, um den Raum abzuschließen. Eine Modellspitze. Okay. Wollen wir mal gucken. Nee. Aber wieso hat das die falsche Form? Das hat doch eigentlich die richtige, oder? Täusche ich mich da jetzt? Ah ja, doch. Ja, ist die falsche Form. Okay. Die kommt ans Puppenhaus ran. Ja, ins Puppenhaus. Das ist ja ein Puppenhaus, genau. Irgendwo hier am Puppenhaus. Und zwar dort. Was ist das denn für ein Zimmer? Das Studio. Ja, wir gucken erstmal ins Buch rein. Ja, ihr wisst Bescheid. Pause drücken zum Lesen. So, hier unten ist ein Schubfach. Da haben wir das Ei, was wir brauchen. Für den Gordon. Och nein. Ich will mich da drinnen weiter umgucken. Ach nee, das Ei muss da unten. Lol. Okay, ich hätte das jetzt im Garten gestellt. Da ist das nächste Objekt, was wir benötigen, um das Kapitel abzuschließen. Okay. Wir brauchen eine Holzfigur. Na gut, wir gehen erstmal hier ins japanische Zimmer zurück. Was ist das? Ja. Und das Ei kommt da unten rein. Jetzt haben wir das nächste Ei. Ich stelle das jetzt einfach mal hier rein. Ich stelle es mal da rein. Auch falsch. Und ich stelle es mal da oben rein. Auch falsch. Yay. Schön, jetzt haben wir alles durch. Wir haben aber noch im Garten, ne? Den einen Versuch. Da ist so ein Käfer drauf.
Auch nicht. Ah, war doch da hinten in der Ecke. Wir versuchen erstmal hier alles. Okay, dann ab in den ins japanische Zimmer wieder, würde ich sagen. Hat sich hier was geändert? Nö. Ich glaube, das geht jetzt die ganze Zeit so hin und her. So. Falsch. Auch falsch. Alter, ernsthaft? Auch falsch, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen in den Turm. Da haben wir auch noch zwei Stellplätze für die Eier. Irgendwo muss es ja passen. Ja, da. Eine kleine Steinform. Die hat hinten drei Böppel. Leute, da müssen auch noch mal Eier hin. Ach du Scheiße, wie viele Eier gibt es denn hier noch, bitteschön? Oh, da hängt eine Nacksche. Kann ich nicht anklicken. Schade. Drei so eine Böbbel. Garten glaube ich nicht. Also gehen wir mal da rein. Ich musste kurz aufs Handy gucken, es tut mir leid. Aber meine Abonnenten wissen ja, ich habe Kinder und die gehen nun mal vor. Drei Böbbel. Wo könnte man euch anbringen? Hier oben glaube ich mal nicht. Weil wo sollten die hier bitte schön passen, ne? Das ist wohl doch eher was für einen Garten dann. Hier glaube ich auch nicht, dass das passt. Nee. Oh. Geil. Also werden wir doch in den Garten gehen müssen. Oder passt das hier draußen irgendwo ran? Nee. Nö, und wir müssen doch in den Garten. Also muss es da irgendwo passen. Aber wo? Tote.
Oh, sieht das geil aus. Na, endlich können wir die auch betätigen. Hä? Was war denn das für ein Symbol hier? Scheiße. Ah, okay. Ich müsste mir die vorher merken. Ein Stern. Jetzt dreh dich doch mal weiter. Okay, war der Stern vielleicht sogar falsch? Jetzt. Ich hatte den falsch rumgemacht. Lol. Jetzt ist Stern nach oben mit der Spitze und fünf solche Böppel dazwischen. Stern nach oben und fünf Böppel. Okay, das Blaue muss ein Ticken kleiner werden, ne? So.
Ich kann mir wieder was angucken. Bitte was? So, genau. Das ist soweit ja schon richtig. Aber irgendwie... Mit meinem Okler habe ich ja, das wissen wir ja. Wow. Okay. Das Müllelement. Und somit haben wir den Garten abgeschlossen. Wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.